Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe wieder Pause gemacht, mir geht's wieder einen Tick besser und ich will den 10. Sieg jetzt haben, verdammt nochmal. Ich will ihn jetzt haben, also gehen wir jetzt richtig rein. Ich habe jetzt gerade richtig Bock. Jetzt schauen wir nochmal, was mit unseren Stürmern los ist. Also, Modest, mittlerweile, wie gesagt, zwei Scorerpunkte waren ja in der Situation, die ich nicht gespielt habe, die ihr gesehen habt. Aber 8 Scorerpunkte in 9 Spielen ist natürlich hervorragend. Bisher noch nicht so viele Vorlagen gehabt. Lassen wir erstmal. Ja, ich glaube aber echt, wir müssen uns von Stindl verabschieden. Ich glaube, wir müssen uns von Stindl verabschieden. Ich lese jetzt nochmal nach. Und zwar, wir haben jetzt 50 Spiele. Wir waren bei 24 Spielen. Das heißt, wir haben jetzt 26 Spiele. In 26 Spielen hat er 5 Tore gemacht und 5 Vorlagen. In 26 Spielen. 5 Tore und 5 Vorlagen. Selbst wenn wir da mega viele Spiele abziehen würden, kommen wir ja nicht an die 50, an die 50% ran. Ja, ne? Also ich habe jetzt 26 Spiele und er hat, genau, wir haben jetzt 26 Spiele gemacht mit ihm, seitdem er ZOM ist. Und da hat er 5 Tore und 5 Vorlagen. Das sind 10 Scorerpunkte in 26 Spielen. Da müssten wir 6 Spiele abziehen, damit er auf seine 50er-Quote kommt. Und das wäre ja immer noch Quatsch und schwach im Vergleich zu Müller. Also den nehmen wir jetzt raus. Ich habe ihm echt lange genug Zeit gegeben, weil ich einfach, also ich habe ihm auch länger Zeit gegeben als jeden anderen Spieler in letzter Zeit, weil ich einfach wollte, dass er funktioniert. Und es hat nicht geklappt. Ich mache jetzt Müller wieder rein und es ist nur die Frage, ob wir Müller mit dem momentanen Champions League Style spielen lassen, also Maestro, oder ob ich ihn halt auch Artist gebe. Das Problem ist, wenn ich ihm Maestro gebe, dass da, wenn ich ihm Artist gebe, dann wird er nur Dribbling und Pass verbessert. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Und wenn ich ihm aber Deadeye gebe, das bringt mir auch nichts. Er wird zwar Schuss und Pass verbessert, aber da haben wir beim Schuss nee, Quatsch, beim Pass, wenn ich ihm Deadeye gebe, was Schuss und Pass verbessert, haben wir beim Pass nur plus 5 bei dem langen Pass. Und ich will ja eigentlich, dass er plus 15 bekommt. Und das bekomme ich nur mit Artist hin. Artist boostet aber nicht den Schuss, dann hat er halt einen deutlich schlechteren Abschluss, beziehungsweise halt auch Distanzschusswert. Also ich bin halt echt, oh, ich bin halt echt am Überlegen. Er hat so ganz gut funktioniert, klar. Nee, ich will gucken, wie viel seine Quote jetzt ist. 224 Spiele, also wenn wir jetzt einfach mal 24 Spiele abziehen würden, was denke ich schon relativ viel ist, aber wir machen es einfach mal, was leichter zu rechnen ist, haben wir 200 Spiele und man darf auch nicht vergessen, es gab auch mal ein Tor, was war ein Eigentor, wurde als Eigentor gezählt, war aber eigentlich ein Tor von Müller, also solche Situationen gibt es ja auch, die kann man damit reinzählen. 37 sind wir bei 128, oder? Ne, Quatsch, 118. 118? 118. 200, Quatsch, 118 durch 200 sind wir bei einer Quote von 0,59, 0,6. Und selbst wenn er nur auf eine Quote von 0,6, 0,5 kommen würde, wäre das halt ziemlich konstant. Er macht halt vor allem sehr viele Tore. Oh, ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Soll ich ihm mal Artes geben und gucken, ob dann das mit dem Pass besser funktioniert? Fuck. Haben wir denn noch einen Artist? Ich meine, super teuer wäre das jetzt nicht. Wir könnten ja auch irgendwann wieder umstellen auf. Ich meine, mit Artist hast du halt auch nochmal deutlich dribbelstärker. Das könnte schon sein, dass es das geiler funktioniert. Wir testen ihn mal mit Artist. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, was er da so auf die Wege bringt. Ansonsten gehen wir ihm halt wieder Maestro. Und wir müssen natürlich auch da aufschreiben. Also Stindl, das Ding ist leider durch. Müller. Müller, 224 Spiele, 81 Tore und 37 Vorlagen. Also jetzt geht es eigentlich nur darum, rauszufinden, ob er mit Artist noch besser funktioniert. Oder ob ich ihn dann wieder Maestro gebe. Aber ich will es unbedingt mal probieren, weil er hat halt echt keinen so guten langen Pass und das habe ich halt schon das ein oder andere Mal gemerkt. Okay, jetzt müssen wir aber sowieso erstmal Quatsch, Premier League spielen. Ja, echt schade um Stindl. Und wenn er noch eine Info bekommt und ein 87er dann wird, dann teste ich den wieder und werde merken, er funktioniert nicht. Ich glaube, ich kann ihn auch als Team of the, ich kann ihn auch im Team of the Season spielen und er wird trotzdem nicht funktionieren. Okay.
Jetzt schauen wir hier mal nach. Kane in 13 Spielen 7 Scorerpunkte. Sagen wir mal, wir müssen 2 abziehen und halt in 10 oder 11 Spielen 7 Scorerpunkte ist noch okay, nichts Besonderes. Aber ich glaube, Benteke war besser, oder? 27 Spiele, 22 Scorerpunkte, das sieht halt schon mal besser aus, aber ich gebe Kane noch ein bisschen Zeit. Weil eigentlich rein theoretischerweise müsste er besser sein, aber wir testen ihn mal noch ein, zwei Spiele. Und das Ding ist halt auch, wir haben jetzt halt auch Firmino hier stehen und nicht De Bruyne, der die viel konstanteren Flanken schlägt. Firmino hat 5 Tore, eine Vorlage, nur eine Vorlage ist halt echt schwach. Also 6 Scorerpunkte in 10 oder 11 Spielen. Damit würde er auf 0,5 oder 0,6 kommen, wäre noch okay. Also Firmino können wir erstmal lassen. Aber ich glaube, De Bruyne war besser, oder? Aufgrund seiner vielen Scorerpunkte durch Vorlagen. Oh, das ist echt. Ich glaube, ich werde Firmino noch drin lassen. Ich habe jetzt keinen Bock, den zu verkaufen. Da ist er noch nicht im Wert gestiegen. Und mir dann De Bruyne zu kaufen. Würde ich nämlich auch sagen, dass wir nicht mit weißem Oberteil spielen, oder? Ich verstehe nicht, warum er nicht auf das Schwarze geblieben ist. Auf dem Schwarzen geblieben ist. Sehr merkwürdig. Nicht ganz so krasses Team, wobei diese Foot Champions Karte ist natürlich sehr stark. Und wenn ich den als Foot Champion bekommen würde, also das ist halt auch so ein totaler Lieblingsspieler von vielen, dieser Salah. Den als Foot Champions Karte hätte ich mir auch ein Team, glaube ich, um ihn aufgebaut. Aber wenn ich ihn jetzt bekommen würde, würde ich jetzt nicht nochmal. Also wie gesagt, ich würde kein Bundesliga-Team auflösen, da würde ich ihn halt als Wechselspieler nehmen, als Edelwechselspieler. Jetzt aber Konzentration. Ich will den 10. Sieg, verdammt nochmal. Ich fühle mich ganz gut. Ich glaube, dieses. Okay, er macht irgendwelche Änderungen. Dieses eine Spiel hier, glaube ich, kann ich nicht 100% gut spielen, aber ganz gut spielen. Nainggolan als Stürmer, das würde er ja auf Garantie ändern. Martial hinten drin. Also würde mich nicht wundern, wenn. Hä, Martial als Sechser? Martial hat doch jetzt nicht volle Chemie. Ben Idair als Z. Was ist denn das? Also würde auf Garantie jetzt Ben Idair in den Sturm stellen. Aber Martial als Sechser ergibt ja überhaupt keinen Sinn, weil er so oder so jetzt keine volle Chemie hat. Was ist denn das? Hä? Krass. Das ist ja merkwürdig. Aber okay, er wird jetzt irgendwas umgestellt haben, aber trotzdem, Martial kommt ja nicht auf den vollen Wert. Schade, weil der Pass sollte eigentlich auf Mané gehen, der viel besser stand. Und nicht auf Kane. Ich habe einfach nur auf Schießen gehämmert, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Weil ich dachte, wenn jetzt irgendjemand rankommt, ist scheißegal, wie straff der Pass ist, da geht schon rein. Und genau so war es auch mit Emre Can. Ich habe nur aufs Tor irgendwie gezielt und auf Schießen die ganze Zeit gehämmert wie ein Bekloppter. So, ab jetzt habe ich nur noch auf Schießen gedrückt und Can macht's dann auch. Flach ins lange Eck, sehr geil. So, jetzt aber weiterspielen. Wie gesagt, ich werde nur dieses Spiel wahrscheinlich durchhalten und danach bin ich wieder komplett platt. Deswegen jetzt unbedingt gewinnen, dass wir hier den 10. Sieg einfahren. Und deswegen brauchen wir jetzt das zweite Tor. Schön gemacht von Can. Oh, krass. Das hat er gut rausgeholt, aber er macht ziemlich viele Abspielfehler im Mittelfeld. Das war schwach. Hätte ich anders spielen müssen oder können.
Oh, da haben wir, da kann man froh sein, Peter Schmeichel, richtig gut, dass wir da, Kasper Schmeichel, sorry, dass wir da nicht das 1-1 haben, weil das war einfach mega gut gespielt von ihm. Er hat so viele Fehler gemacht im Spielaufbau, aber das war richtig geil gespielt. Kann man nicht sagen. Alter, ich hab da auf Passen gedrückt. Das war nicht geplant, so lange gar nichts zu machen. Darf nicht passieren, dass er den Ball da bekommt. In der Situation. Ich wusste, dass er das macht. Ja, es ist leider verdient. Es ist leider verdient. Och, aber ich weiß nicht, warum der komplett frei ist da auf außen. Das war das Problem, dass Martial so frei ist. Ist natürlich ein Lackertor, aber wir hatten ja auch ein Lackertor, von daher egal. Aber ich verstehe halt nicht, warum Martial da so frei ist. Also was da wieder der Außenverteidiger gemacht hat, wo er da wieder rumgeeiert ist, keine Ahnung. Weil das war das Problem. Martial darf nicht so... Schade. Martial darf nicht so frei da über außen kommen dürfen. Das habe ich jetzt mit Mané genauso gemacht, wie er vorher mit Walker. Walker. Oh, richtig schwacher Pass. Hier hat er wieder Glück, schade. Oh, und wieder. Na, zum Glück. Der mit seinen Berberspins so offensichtlich, so klar, dass er die macht. Sollte nicht zu ihm gehen, weil er steht ja am Abseits, das wusste ich. Soll so ein bisschen konzentriert wieder spielen, wie am Anfang. Ich wollte eigentlich den Risikopass spielen, weil ich wusste, wenn er nicht ankommt, bekommst du den Freistoß. Aber das geht natürlich nur, wenn der Vorteil nicht nur ein Bruchteil einer Sekunde ist. Schön gemacht. Wenigstens mal wieder Torschancen generieren würde. Oh, ey, Mann! Immer diese Kleinigkeiten, die dann wieder den Ballverlust verursachen. Das kotzt mich gerade an. Schade. Boah, wieso hat er denn dauernd den zweiten Ball? Das ist nicht fair.
Was? Wir haben nur einmal geschossen? Oh, fuck. Gegner hat aber auch nur in der Druckphase bis das 1-1 geschossen hat. Torgefahr ausgestrahlt. Danach halt und davor nicht mehr. Interessanterweise. Fuck, Mann! Wieso schaffe ich denn nie, mich da richtig zu drehen? Oh, nie! Muss mich doch einfach nur drehen können, um mal aufs Tor schießen zu können. Warum klappt denn das bei mir nicht? Na, wenigstens habe ich es mal geschafft, direkt zu schießen. Aber wenn ich es immer noch ankotze, ich schaffe einfach nicht, mich da mal anständig zu drehen. Der Gegner steht einfach immer so, dass sobald ich da irgendwie zum Turm mich drehe, ist der Ball halt weg. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Oh, Mann. Bin so unzufrieden. So viele also so viele Situationen, wo ich weiß, einfach nur dieser Tick mehr, dieses Aussteigen lassen war von einem Spieler und du hast halt eine geile Torschance. Aber nee, ich krieg das einfach nicht hin. Ich wollte logischerweise auch den Außenverteidiger spielen, nicht auf den Außenmittelfeldspieler. Toll, wieder hat mir der Vorteil richtig viel gebracht. Ich muss ruhig bleiben. Steht 1-1, noch nichts verloren. Ich muss einfach nur ein Tor schießen. Dann bekomme ich meinen 10. Sieg. Oh, getunnelt. Ja, das war der Plan. Ich wollte da hinpassen. Der Pass war natürlich noch eingegeben, als der erste Spieler an den Ball kommt. Aber das war ein Abpraller und hat nicht als Pass gezählt. Also macht dann erst der andere Spieler, der den Abpraller bekommt, den Ball. So, jetzt ruhig bleiben. Komm. Bleib einfach ruhig. Du hast immer mal wieder Situationen gehabt, wo du mit Kane im Strafraum warst, daran musst du glauben, dass es weiterhin passiert und irgendwann wird auch mal die Situation kommen, wo sich Kane drehen kann.
Oh, geil rausgespielt. Schöner Pass von Kane und dann macht Firmino das Ding rein. War, glaube ich, relativ unplatziert geschossen oder war er sogar getunnelt, weiß ich nicht, aber er ist drin. Nice. Ne, war nicht getunnelt. Aber war trotzdem total unplatziert. Aber das ist oft so bei diesen Flachschüssen, dass da dann trotzdem reingeht. Oh, sehr schön. Das war eine Vorlage von Kane. Und mal wieder alleine aufs Tor zugerannt und dann halt auch wirklich. Und dann halt auch wirklich vollendet. Ich glaube, die letzten beiden Male, wo ich alleine aufs Tor zugerannt bin, da habe ich immer verschossen. Aber es war nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das letzte oder sogar die letzten beiden Male habe ich halt schon geführt, relativ hoch. Es war ein Spiel, wo es nicht ganz so krass war. Gut, ich muss dazu sagen, als ich das Spiel gemacht habe, was ihr nicht gesehen habt, und Stindl das Tor geschossen hat, ist auch Stindl alleine aufs Tor zugerannt und hat ein schönes Tor ins lange Eck gemacht mit einem Flachschuss. Aber naja, das habt ihr ja nicht gesehen. Und auch spielt auch keine Rolle mehr, weil Stindl nicht mehr spielt. Boah, ich bin echt gespannt, ob Müller mit Artist funktioniert. Vor allem bin ich auf seine Distanzschüsse, sondern generell auf seinen Abschlusswert, also auf den Abschluss gespannt. Weil das war eigentlich immer die Zauberei bei ihm, dass er so krasse Tore geschossen hat. Wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, mal schauen. Dummer Ballverlust. Das war ein noch dümmerer Ballverlust vom Gegner. Ein Wechselspieler Müller. Eieieiei. Ich weiß nicht, ob er nicht mehr richtig mitgemacht hat oder ob er irgendwas verändert hat und jetzt halt auch sehr offensiv war, aber das war mir einfach. Und diesmal hatte ich keine Zeit mehr für Flachschuss, habe ich einfach geschossen und es hat auch gereicht. Und das gegen De Gea. Natürlich ein sehr guter Torhüter. Ah, damit haben wir noch einen Deckel drauf gemacht. Sehr schön. Tja, damit haben wir dann wohl doch den 10. Sieg. Ich meine, wir haben nur noch 8 Spiele übrig, aber ich hoffe, dass wir wenigstens, ja, die 14 Siege schaffen. Damit müssen wir jetzt einfach jedes zweite Spiel gewinnen. Das ist halt echt viel. Aber. Schön rausgeholt. Aber damit muss ich halt leben. Das ist auf jeden Fall im machbaren Bereich, sage ich mal. Ah, das wird schwer, das ist auch klar. Reicht. So, Kane, du hast eine Vorlage gemacht, mach bitte noch ein Tor. Das machen sie ja auch gerne, so Kopfballtore in Spielen, wo man eh schon gewonnen hat. Aber man merkt das schon, die ist einfach nicht so konstant, ne? Die Flanke von einem Aspili, wie es von einem. De Bruyne, würde ich sagen. Also ich würde schon behaupten, dass man das merkt. Schön gemacht. Dafür war der Pass dann umso schlechter, aber. Ja, Can hätte es fast wieder gut gemacht, aber dann irgendwie doch wieder scheiße. Er wollte den Laufpass spielen, obwohl ich halt einfach nur auf Kane kurz spielen wollte. Ja, da haben wir doch noch ziemlich souverän das Spiel gewonnen. Cool. Und Kane ist auch Man of the Match. Tore. Firmino, Can und Müller. Oh, zweimal Kane. Nice. Hat ja auch einen extrem guten Kurzpasswert. 91 oder sowas. Und auch eine extrem gute Übersicht. Okay, jetzt ist Müller wieder dran. Schauen wir mal. 7 Scorerpunkte in 14 Spielen. Das ist ja okay, 0,5. Zumal wir ein, zwei Spiele abziehen müssen. Aber ich glaube halt, er fühlt sich nicht besser an im Spiel, aus dem Spiel heraus, wie De Bruyne. Und De Bruyne hat halt einfach mal diese extrem krassen Flanken,
die mir halt jetzt fehlen. Also eigentlich müsste Firmino halt schon noch einen Tick anziehen, damit ich halt sage, okay, ich hole mir nicht De Bruyne wieder. Also eigentlich wollte ich mal De Bruyne nicht wiederholen, weil er halt einfach teurer ist und im Preis fallen wird. Er ist nicht teurer, er ist billiger, aber also er ist nicht sehr viel billiger, er ist ein klein wenig billiger, aber er wird halt weiter im Preis fallen. Also er ist halt keine gute Wertanlage. Aber ich kann mir die Inform, da brauche ich gar nicht nachdenken, Inform De Bruyne kann ich mir nicht leisten. Das ist halt ultra teuer. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde, Inform De Bruyne. Ich glaube, da ist es dann. Okay, das ist ein ziemlich schwaches Team. Wenn der Gegner jetzt nicht ultra gut spielt, dann weiß ich auch nicht. Also vergleichsweise natürlich immer gesehen, ultra schwaches Team. Sollte aber konzentrieren. Gegen so ein Team kann alleine schon die individuelle Klasse dafür sorgen, dass wir gewinnen. Vielleicht hätte er jetzt auch Modest mehr Tore, wenn er Müller hinter sich stehen hat. Oder er macht mehr Vorlagen, weil Müller die Tore macht. Das kann natürlich auch sein. Okay, da hat man ein bisschen Glück, nochmal an den Ball zu kommen. Schade. Das soll man nicht übertreiben. Danke. Oh nein! Krass gehalten von Sommer, ultra krass gehalten. Scheint aber genauso zu sein, wie ich es gedacht habe, dass der Gegner sehr gut spielt. Leider. Wenn dann halt so ein Pass kommt von Piszczek, der uns komplett aus dem Konzept haut. Kommt überhaupt nicht nach vorne. Aber wirklich überhaupt nicht. Krass. Also, wir waren noch nicht so nah am gegnerischen Tor wie der Gegner an unserem Tor. Es kommt wieder so ein scheiß Konter von ihm. Hat er Glück. Der Typ spielt halt, glaube ich, auf extrem defensiv und dann halt aber auf Konter. Und da das halt immer so viele Spieler hinten stehen und es ist so extrem schwer, da durchzukommen. Aber ich würde behaupten, der fängt mit sehr defensiv an. Das wird ein richtiger Nervenkrieg, Freunde. Das haben wir immer ein bisschen eingekesselt. Da auch den Ball uns ergattert. Da wurde es dann wieder zu eng. Nur Kontern ist halt das, was er kann anscheinend.
Macht nichts. Ist solange jetzt kein Tor schießt natürlich nach diesem Freistoß. Oh, oh, das sieht nach einem Direktschuss aus. Ja. Ja, es wird ein knüppelhartes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Formation probieren soll, aber ich glaube, wenn ich eine andere Formation nehme und er kontert uns dann noch mehr aus, wird es dann nur noch schlimmer. Wir haben einmal daneben geschossen und er hat zweimal geschossen. Oh, das ist halt eklig. Aber ich komme halt vorne überhaupt nicht durch bisher. Ich würde es aber, also wir stehen defensiv gut, deswegen würde ich es erstmal kurz so lassen, bis zur Halbzeit mal neu entscheiden. Aber ich habe wieder das Gefühl, das ist so ein Gegner, da bringt es einfach nichts, eine andere Formation zu spielen. Dann geben wir ihm nur die Möglichkeit halt. Ja, hätte ich auf passen gedrückt, da macht halt nichts. So, wir müssen unbedingt diese verdammten Kopfbälle mit Modest gewinnen. Ärgerlich, das darf nicht passieren. Oh nein, das ist natürlich so ein Triple. Oh, doch nicht, er trippelt doch nicht. Das war überhaupt nicht der Plan. Ich weiß nicht, wie er da auf passen kommt. Ja, war ein ziemlicher Anscheißerpass. Oh, Elfmeter, scheiße! Leider verdient. Ach, meine eigene Schuld, ich hätte da nicht reintackeln dürfen. Er schießt in die Mitte, fuck you. Scheiße, es wird so ein Spiel durch einen verfickten Elfmeter entschieden. Naja, können wir nur hoffen, dass wir irgendwie ein Lackertor schießen, weil ich glaube, rein spielerisch schießen wir ja keins. Vielleicht mal über eine Ecke oder so. Ich muss jetzt die Formation wechseln. Wir stehen halt einfach zu defensiv. Der Gegner bumst uns kaputt in seiner Formation. Es ist halt einfach so. Deswegen versuchen wir jetzt mal ein 4-2-3-1. 4-3-2-1, so ist richtig. Oh, ich war aber, wie gesagt, mein eigener Fehler. Ich hätte da nicht reintackeln dürfen. Habe ich aber halt für diesen Tackle entschieden und leider gibt es dann halt das Foul. War wie gesagt ein verdienter Elfmeter. Na, ich habe ja Glück und die Formation klappt gut gegen ihn. Mal schauen. Na, es fängt halt an rumzuspinnen, weil er führt. Noch straffer aufziehen, das Ding ist drin.
Oh, bitte nicht der eigene Mann. Ach, zum Glück. So, Modest, wir brauchen jetzt einen Kopfball. Bitte, wir brauchen ganz, ganz dringend einen Kopfball. Das sah nicht schlecht aus, die Flanke. Mist. Oh nein! Jetzt ist das Ding eigentlich durch. Wir schießen keine zwei Tore gegen den. Schade, meiner Meinung nach ein sehr knappes Spiel. Klar, er hat das schwächere Team, dafür kann ich ja nichts. Das heißt, mit einem besseren Team wäre er wahrscheinlich besser als ich. Aber so war es halt ein sehr ausgeglichenes Team, ausgeglichenes Spiel. Ich denke, nicht verdient. Also das 1-0 war verdient im Sinne von, ich habe den selber verursacht, den Elfmeter. Aber ja, das zweite Ding jetzt mit dem Freistoß, den macht er halt rein. Klar, ich hatte auch einen Freistoß, hätte den auch reinmachen können. Aber wir wissen, wie unkonstant Freistöße sind. Egal wie gut man da ist, man schießt einfach nicht oft Freistoßtore. Es ist halt einfach so. Eine kleine Restchance haben wir noch. Hab direkt auf Passen gedrückt, er will aber lieber erst versuchen, die Ballkontrolle zu bekommen. Auch wieder nicht hoch genug. Und noch ein Lackertor. Ne. Krasser Reflex von Sommer. Richtig krasser Reflex. Oh, jetzt klappt ja echt alles. Wechsle nicht erstmal ein, weil ich schaffe das eh nicht gegen den. Krass, dass da sogar noch abgefälscht gefährlich kommt. So, wenn wir jetzt noch mal, wenn wir jetzt noch mal ein Lackertor über eine Ecke schießen, dann haben wir noch mal eine Restchance. Aber es wird halt wieder nichts werden, mal klar. Gute Parade für Butland. Unterm Strich natürlich verdienter Sieg für den Gegner, weil ich hätte den Elfmeter nicht verursachen dürfen. Aber ansonsten hätte es ein schön knappes Spiel werden können. Und ich wusste es, dass der bei dem Team halt gut spielt. Ärgerlich. Ja, Modest ist halt echt nicht so kopfballstark. Also Benteke schießt wirklich einen Vogel ab oder hat wirklich einen Vogel abgeschossen mit seiner Kopfballstärke. Kane scheint ähnlich stark zu sein, aber nicht ganz so sehr. Es geht aber schon auf Zeitspiel oder was? Oh mein Gott. Peinlich.
Er bekommt sogar rot. Ach du Scheiße. Tja, das kann er davon. Meine Grätschen waren fast alle fair. Ich habe fast immer einen Ball getroffen als erstes. So, jetzt vielleicht nochmal ein schönes Lacker-Kopfballtor. Aber es reicht nicht. Es ist zu spät. Es ist definitiv zu spät. Schade, dass ich den Elfmeter verursacht habe, aber wie gesagt, ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Moral. Bis zum Ende habe ich gekämpft, aber es wird halt nicht reichen. Naja, war klar, dass es was abzieht. Würde ich genauso spielen, ist ja im Endeffekt Kompliment für mich. Er hat Angst, dass er ein Gegentor frisst. Oh, krass, wir haben sogar Spieler des Tages. Das ist natürlich interessant. Dann zeigt das nochmal, wie knapp das eigentlich war und wie verdammt unverdient. Naja, unverdient ist nicht ganz, wie gesagt. Wobei, wenn man so überlegt, das zweite Tor war natürlich schon. Aber es geht halt eher ums Erste und das hätte ich halt einfach anders spielen müssen. Tja, schade, jetzt werden wir den Müller-Einstand nicht so feiern können, wie ich das gewollt habe. Mit einem Tor oder einer Vorlage. Aber er hat jetzt auch keine Schusschance. Interessant wird es ja erst, wenn ich mal eine Schusschance von ihm sehe und dann da halt sehe, okay, er verkackt die jetzt alle. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.